Wollen Sie nicht gleich zu ihm hin und mit ihm reden? Vielleicht später. Vielleicht? Ich dachte, der Mann kannte Ihren Vater. Aber ich bin mir nicht sicher. Dann müssen Sie ihn fragen. Später. Kann es sein, dass Sie ein bisschen aufgeregt sind? Was glauben Sie denn? Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Bitte begrüßen Sie mit mir unseren heutigen Gast, Herr Konrad Blumenthal. Herr Blumenthal ist wohl das, was man gemeinhin als Weltenbummler bezeichnen kann. Über 20 Jahre lang hat er alle Kontinente als Pilot bereist und dabei, wie man sich denken kann, abendfüllende Dinge erlebt. Die hat er jetzt in seinen Memoiren festgehalten, von denen er uns hoffentlich jetzt berichten wird. Vielen Dank für die netten Worte. Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Entschuldigung. Ich habe von einem Flug über Südamerika gelesen, der mitten im Dschungel notlanden musste. Flug 683, Daedalus Airlines. Genau. Stimmt es, dass Sie damals Co-Pilot waren? Ja. Ich war Co-Pilot dieses Fluges vor etwa 20 Jahren. Freut mich, wenn Sie sich dafür interessieren. Ich habe auch ein Kapitel in dem Buch über diesen schrecklichen Unglücksflug geschrieben. Die grüne Hölle. Das Golfturnier, das können wir nicht absagen. Langsam. Ruhig überlegen. Wissen Sie, mit wie viel wir bereits in Vorleistung gegangen sind? Sie haben doch die Liste gesehen, auf den Kosten würden wir sitzen bleiben. Man muss auch Opfer bringen können. Engel hier, wo bleibt der Mann Salat? Danke. Und es gibt bestimmt keine andere Möglichkeit. Sie wissen doch, Golf ist seine große Leidenschaft. All die Herrschaften, all die Golffreunde, all die Geschäftskontakte. Wir könnten ihn öffentlich blamieren. Und das Hotel dazu? Wenn Konopka nicht lernt, dass er mit uns zu kooperieren hat, dann wird er uns ewig auf der Nase rumtanzen. Na gut. Hier steht alles über das Turnier drin. Nur glauben Sie mir, Sie werden nichts Kompromittierendes finden. Aha. Außer der Expertise von Herrn Hesse. Die hat der Konopka nachträglich reingelegt, um seine Bestechungsgelder zu kaschieren. Ja, nur das hat er so clever gemacht. Auch clever genug für einen kleinen Bluff? Gut, versuchen wir es. So, und wenn dieser Salat jetzt nicht schnell kommt, dann bin ich satt. Wir waren etwa 2 Stunden unterwegs. Und ich weiß noch, wie unser Pilot einen Scherz machte, als er die dunkle Wolkenfront sah, die auf uns zukam. Na Jungs, bereit für ein schwarzes Loch? Es wäre gelogen zu behaupten, mir wäre nicht mulmig gewesen. Ich war unerfahren. Wir hatten viele Schauergeschichten gehört. Und tatsächlich, der Tropensturm, in dem wir uns nun befanden, forderte unsere ganze Konzentration. Und dann spielten plötzlich die Geräte verrückt. Das linke Triebwerk fiel aus. Wenn es Sie interessiert, was dann passierte, lesen Sie das Buch. Bitte erzählen Sie doch kurz, wie es ausging. Könnten Sie uns den Gefallen tun? Wir werden bestimmt das Buch trotzdem kaufen, oder? In kurzen Worten wollen Sie hören, was für immer mein Leben verändert hat? Wir legten eine sensationelle Notlandung hin, direkt in die grüne Hölle. Doch dann fing das Flugzeug Feuer und einige der Passagiere konnten sich nicht befreien. Ich wusste, dass alles jeden Moment explodieren würde. Ich wollte nur weg. Aber unser Pilot, er ging rein. Er ging rein und holte einen nach dem anderen heraus, unter Lebensgefahr. Und was geschah dann? Er fühlte sich verantwortlich. Er konnte nicht aufhören.
Und dann explodierte die Maschine, so wie ich es vermutet hatte. Theo Klein ist ein Held. Nicht nur für mich, sondern für jeden Einzelnen, der dieses schreckliche Unglück überlebt hat. Ich habe gerade 2 Stunden wie ein wahnsinniger Tennis gespielt. Anschließend war ich joggen und dann habe ich die gesamten Steuern meiner Praxis erledigt. Ich habe noch keinen Bissen gegessen und nach stundenlangem Nachdenken bin ich endlich draufgekommen, dass ich ein Vollidiot bin. Störe ich dich? Ich habe gerade Musik gehört. Es tut mir leid. Ich war grauenhaft überheblich. Aber viel wichtiger ist, glaubst du mir? Was solltest du von deinem Ex-Mann wollen, wenn du mich haben kannst? Ich hätte dir nicht verheimlichen dürfen, dass er immer noch Gefühle für mich hat. Aber da ich nicht... Danke, Herr Heinemann. Es ist wirklich alles in Ordnung. Ja, sicher. Sie haben heute schon so viel für mich getan. Ihnen auch. Gute Nacht. Darf ich? Ich dachte, Sie wollten mir aus dem Weg gehen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Warum sind Sie aus der Lesung geflüchtet? Sah es wie eine Flucht aus? Ja. Geben Sie mir bitte auch ein Wasser. Gerne. Der Pilot, von dem Herr Blumenthal gesprochen hat. Er war mein Vater. Er wusste, dass meine Mutter mit mir schwanger war. Er hat sich bestimmt auf Sie gefreut. Bitte schön. Danke. Wie schlimm muss es erst sein, einen Menschen zu verlieren, den man gekannt und geliebt hat. Oh, entschuldigen Sie bitte. Sie denken an Annika. Ja. Aber auch an meinen Bruder Markus, der alles überstrahlt hat, der perfekt war. Er ist tot. Er starb bei einem Bootsunglück. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es hätte mich treffen müssen, nicht ihn. Wissen Sie, was mein Bruder und Ihr Vater gemeinsam haben? Sie waren beide Helden. Sind Sie denn keiner? Definitiv nicht, nein. Fragen Sie am besten meine Mutter. Die hat früher immer gesagt, Markus ist ein Ritter. Lukas, ein Gewitter. So sieht also ein menschliches Gewitter aus. Einspruch. Ihr Einsatz für die Ludovica wäre dem eines Ritters würdig gewesen. Jetzt machen Sie sich lustig. Nein, überhaupt nicht. Sie wussten, dass Sie Ihrer Mutter damit in den Rücken fallen. Aber Sie haben es trotzdem gemacht, weil Sie einen Sinn für Gerechtigkeit haben. Danke. So ein Quatsch. Ich bin und bleibe ein Gewitter, das ich jetzt verziehen muss. Gute Nacht. Gute Nacht.